Mighty Magic 6 nicht. Okay, haha, ihr habt diesmal nicht das Hallo Willkommen bei gehört, weil das extra Absicht gewesen ist. Okay, Hallo Willkommen bei Wario vs. M.D. Marcel Davis. Marcel Davis. Herr Neumann hat uns geschrieben. Okay, lieber nicht. Schaut nachher bei Familie Stor vorbei und da war es das gewesen. Oh Gott. Übrigens, guckt bitte nicht nach Familie Sturm bei YouTube bitte nach. Tut das bitte nicht, da kommt ihr nicht auf die Familie Sturm, die wir meinen. Nur schon mal vorher gemeint, die Familie Sturm ist aus dem Werbespot gemeint. So viel sei verraten. Achso, jetzt weiß ich, glaube ich weiß, was gemeint ist. Ja. Also, nicht irgendwie verwechseln. Das ist Familie Sturm aus dem Werbespot. Der Panzer des Hochkommens. Ah, okay, cool. Ja, du musst da aber hochkommen. Bäm! Sag ich nur zum Anfang. Einfach nur so ein einzelner Ton? Oder? Einfach so BÄM am Anfang und dann so WAP 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 WAP. Und dann geht es langsam los und wird immer aggressiver und lauter mit der Zeit so. Das baut sich über 3 bis 4 Minuten auf. Ich könnte schwören, die Plattformen haben sich geändert, aber haben sie glaube ich nicht. Nee. No. No. Ja, ich mach coole Stunts. So cool, hast gesehen? Das hat super hingehauen. Ja. Oh yeah, ich bin so cooler Mario. Oh, ich mach so coole Dinge die ganze Zeit. Oh yeah. Okay, alles klar. Okay, die aggressive Musik hattest du mir befohlen. Die viel zu aggressiv ist. Die übrigens aggressiv und laut ist. Brr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 r
So, pass auf, jetzt gehen wir hier rüber. Und dann hier ist wahrscheinlich wieder so. Oh nee, hier muss doch nicht so derbe hochkommen. Aber. Die Musik! Herr Bräun! Macht einfach so, an der Stelle macht ihr einfach nur, geht sie mit der Tonleiter einfach ganz unten nach ganz oben und so, Bräun! Was ist das? Das hört sich also ein bisschen an wie Super Mario Galaxy an einer Stelle, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, was du vorhin gesungen hast, klang tatsächlich wie Mario Galaxy. Ich weiß, Melty Molten Galaxy oder den? Keine Ahnung. Irgendwie sowas war das. Bräun, weiß ich nur. Okay. Okay. Ja, genau das. Okay, dann wird es das wohl sein. Weil es hört sich echt so ein bisschen an wie Mario Galaxy. Genau, das ist Melty. Ich weiß nicht, wie sie im Deutschen mehr heißt. Ich weiß nur, dass sie Melty Molten heißt irgendwie. Okay, das ist ganz schön. Toll. Ja, ne? Das ist wirklich toll. So, ich muss jetzt rüberkommen. Über die Dinner Baumstämme. Warum auch immer das die Baumstämme des Dinners sind. Ich gebe doch nicht auf. Weil das ist, wenn du dich viel auf ihn bewegst, dann hast du ja viel Bewegung und dadurch wirst du dünner. Ach! Ja, ne? Ah, jetzt macht das Sinn. Also ist das ein deutsch-englisches Wortspiel, wo wir uns hier gerade befinden. Genau, es macht fette Varius dünner. Ach so, gut. Das ist dann natürlich gut für uns. Zum Glück ist dieses Spiel kein Stück interessant für uns. Auf das nichts passieren kann. Absolut, es also, ist kein Stück interessant. Also handelt es sich hier dann hierbei um eine Dinnerfritte, oder... Nein, Dinnerfritte. Ja. Fritten vor Dinner. Er hat's echt geschafft. Ich bin begeistert. Oh shit! Da liegt die Plattform, lässt mich jetzt heute runterfallen. Ich weiß gar nicht, ob es möglich ist. Ich glaube, in dieser, ich habe einen Stern gesammelt Animation, ist es gar nicht möglich zu sterben, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Also, es gab ja dafür ein anderes Spiel, wo es möglich war, nach dem Ziel zu sterben. Wo es was sehr, sehr gerne in Hex eingebaut wurde. Super Mario World. Aber, kannst du husten? Fritte. Fritte ist echt witzig. Okay. Das ist echt witzig. Fritten Mario, ey. Okay, dann nochmal cool rübergehen. So, ja, runtergehen. So, was haben wir hier? Die kleine Lavabucht. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt noch hingehen soll. Aber der ändert ja die Level auch jedes Mal so ein bisschen. Bäm! Ja? Musst du nur wissen. Aber er hat auch extra viele Leben hingelegt, weil er wusste, dass es hier schwer werden könnte. Mhm. Ist mir übrigens aufgefallen, dass wir zu Anfang des Spiels 16 Sterne hatten. 16 Leben, Entschuldigung. 16 Leben, ja. Ja, ist das nicht komisch? Das ist schon komisch irgendwie. Hatten wir das mit den 16 nicht schon mal irgendwo gehabt? Es kommt mir bekannt vor. Es kommt mir so vor, als wäre mir die Zahl 16 schon seit Jahren geläufig. So, seit ungefähr 5 Jahren ungefähr. Ja. Ist ein bisschen merkwürdig, ne? Ja, ja. Ach, Fall. Die Lavabucht. Natürlich, es gab da noch einen Weg. Du musst da ja hochkommen. Ja, du musst da aber hochkommen erstmal. Bauchantrieb. Ja, damit klappt alles besser. So. Damit klappt alles besser. So, habt ihr das geschafft? Was ist denn das mit der... Ja, die Röhre, genau. Was? Was? Einfach was? Danke. Wofür ist das denn jetzt? Ah, da war eine rote Münze drin. Okay, gut, alles klar. Ah, okay. Alles klar, damit kann ich leben mit der Erklärung. Ja? So, ich weiß, wo hier ist noch ein Stern drin, dahinter wird noch ein Stern sein mit der roten Kappe, da bin ich mir recht sicher. Aber er ist hier rein! Und hier? Wow. Okay, hier ist der Tod. Oder? Was? Hier ist anscheinend tatsächlich der Tod. Auch gut. Also es war doch die Lavabucht, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, hier ist... Das wirkt alles wie eine einzige riesengroße Lavabucht hier. Weißt du, was wir machen? Kann man nicht irgendwie an den Seiten hier lang springen? Bestimmt. Ach, warte, ich komm, bestimmt kann ich an den... Ach nee, warte, das kommt mir nicht unbedingt an den Seiten surfen, ne? Das habe ich auch bei den Hack gelernt. Das kommt drauf an, wie steil die Wand ist. Ja, also ich glaube, an so einer steilen Wand geht's nicht. Was halt geht, wenn... quasi sich darüber ha 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 ha, aber... Das ist
ohne Titanenkappe ein bisschen schlecht. Titanentappe. Ah! Ah! Riesenschilder! Sind das Gegner? Das sind Gegner, oder? Oh mein Gott! Das sind Goombas, riesige Goombas sind das. Nicht Goombas! Siehst du? Nee, die werden alle vernichtet. Goomba! Schilder waren unsere Erzfeinde gewesen in Missing Stars, daran erinnere ich mich noch. Aus irgendwelchen Gründen, ich weiß noch nicht mehr warum, die so schlimm für dich gewesen sind. Irgendwas war mit den Schildern ge- Ah nee, du hast mich mit den Schildern gequält, so rum war es gewesen. Genau, ich hab doch jedes Schild zweimal vorgelesen. Ja, wieso war es gewesen, ja? So, wieder eine Aufgabe geschafft. Der Erzfeind genüber des Lavasees. Das ist, achso, er erinnert sich wirklich an den Erzfeind von mir. Ja, tatsächlich, weil du was gegen die Schilder hattest. Also, ich bin wirklich begeistert. Ja, also das ist echt. Ich bin wirklich richtig was bei. Nostalgiefritte ist das jetzt erstmal, wie man. Nostalgiefritte. Weißt du? Nostalgie. Sensationell. Ja. Oh, wie so eine Nostalgiefritte wohl aussieht. Voll so alt und vergammelt. Einfach so alt und vergammelt mit so, so Haaren schon drauf. Ja, also ich kann euch was erzählen. Ungefähr so, Berdi. Oh, oh. Was? Ich glaube, da hat sich das auch nicht so gedacht, dass ich da mit der Schildkröte rübergehe. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, die kleine Lavabucht. Böhm! Sag mal, böhm! Dann war ich fertig. Ich weiß halt, wie fertig mich das macht. Halt mal. Was ist das da oben für ein Loch? Ah. Okay. Aber da kommst du nicht so ohne weiteres hoch, oder? Also das no. Ist no. Happy nicht. Happy aggressive, aggressive Musik. Aggro. Okay, geht wieder. So aggro wie aggro, Bastian, schon fast, ey. Okay. Meine Magic 6 Referenz, check, ha, Rüdiger, check, weißt du, ha, 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 wie ein Zelda, ha, ha, ich hab die Mütze mit eingesammelt, okay, jetzt hab ich halt die roten Mützen, was will das Spiel dagegen machen? Ja, du kannst nichts dagegen tun. Ach, warte, einfach, ist doch gekommen. Okay, was war unsere Aufgabe nochmal? Die kleine Lavabucht. Kleine Lavabucht, oh. Aber ist denn eine, friedlich. Ich weiß nicht, wo die sein soll. Auch nicht, das ist irgendwie, hier sieht alles aus wie eine riesen Lavabucht. Aber du willst ja die kleine Lavabucht. Ich will die kleine Lavabucht. Oh, ich glaube, ich weiß, wo die kleine Lavabucht ist. Okay. Ich weiß. Ah. Siehst du sie auch? Oh mein Gott. Ja? Oh mein Gott, wie willst du denn da reinkommen? Oh mein Gott! Das war so gut, weißt du, da kommt so eine Flamme. Das war so gut gewesen von mir. So. Ja, das ist fies. Okay, pass auf, ich muss die erstmal sammeln wieder. Wegen der Kamera. Oh! Unlaut! Unlaut, aber. Wieso zeigt mir Skype Probleme mit der Internetverbindung? Ist doch alles okay. Nein! Du hast Verbindungsprobleme, Rüdiger, du weißt es oder nicht? Ja! Du hast Verbindungsprobleme! Ja! Okay, das sah so gut aus. Ah! Das ist auch gerade da schießen muss! Oh Gott, das ist das. Dass immer dann die Akkumusik kommt! Ah! Ein Glück, dass das hier nicht interessant ist. Ja, was ein Glück, weißt du? Alter, ja, ich weiß, warum sie die nicht eingebaut haben, weil die Flammen so unfair wie sonst was sind. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Wird zu einem sehr unpassenden Zeitpunkt darüber gesprungen, könnte man sagen. Aber hey, du hast es geschafft. Ja, das ist da. Wow! Okay, super Speed Mario. Okay, weißt du, Rüdiger, manchmal musst du die Sachen schnell angehen, weißt du, manchmal ist das einfach so. Das sehe ich auch so. Du musst schnell rüberkommst. Man weiß ja gar nicht, wo du hingehen gehst. Einfach nur reingehen und dann versuchen den Stein zu sammeln. Und dann gehst du in die kleine Bucht und dann versuchst du den Stein und dann hast du 11. Okay, okay, alles wieder gut. Das war so geil aus dieser Schnelle gekrabbelt. Oh shit! Ah! Oh nein, du bist wieder hier. Weil ich wieder hier bin, war das Schnelle gekrabbelt. Oh, oh Gott! Oh mein Gott! Wieso muss Mario so leiden? Und wieso konnte immer die Akro-Musik? Ah! Oh! Oh!
Achso, war er noch gar nicht tot, okay. jetzt aber. Killed him, Friseur. Killerfritte? Killerfritte, oh Gott. War super wild, als das Spiel auf einmal so schnell gelaufen ist. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin einfach zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt hier rüber gesprungen. Sehr schlecht, das Safe State gerade. Aber du hast es schon mal geschafft. Du hast es schon mal geschafft. Deshalb gib ich es auch nicht auf, Rüdiger, weißt du? Kompletter Blaskopf-Politik. Kennst du mich, ja? Natürlich, muss auch so sein. Ansonsten hole ich Hendrik. Ja, weiß ich. Oh, ich kann die Flamme austricksen. Wenn ich will. Oh Gott, aber es ist so schwer. Oh Gott, ich darf nicht so schnell groß werden. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und dann bin ich nie mehr gewachsen. Ja. Und deswegen, na, bin ich jetzt so klein, wie ich bin. Weißt du, dass Mario das sehr lustig findet, was hier passiert? Da ist er selber klein. Weißt du, ich spring da klar drüber! Ich spring da ganz klar drüber! Mario so, nö! No! Das ist einfach in seinem Wesen, No zu sagen. Action-Action-Musik! Ich geh halt hier lang wieder! Oh, weißt du, ich sterb einfach. Nee, ich schaff das. Nein, ich schaff das. Mir ist es egal. Weißt du, ich schaff das. Weißt du, ich bleib jetzt nicht hier. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde diese Taste für sie. Okay, gut. Weißt du, ich hab da schon mal Taste gesagt. Das ist mir egal. Ich meine, Entschuldigung. Ich meinte, ich hab auf die Rumble Pack Funktion gedrückt, dass im Notfall, wenn man abstürzt, dann kann man diversen festgelegten Stellen ins Spiel, wenn man gelb ist. Sich wieder zurück teleportieren, aber nur in Lava-Welten. Genau. Richtig. Gut. Ich hab schon gedacht, das würde hier sehr interessant werden. Nein, das wird hier niemals sehr interessant, das weißt du doch. Stimmt, stimmt, ja. Oh. Sehr schön. So. Richtig geil. Diese Flammen-Detection war sehr, sehr unlogisch. Will ich an der Stelle mal sagen. So, das war die kleine Lava-Bucht. Und wir sind begeistert. Wir sind jetzt bei kommt zur großen Lava-Bucht. Nein. Denn wir machen hier Schluss, Rüdiger. Siehst doch, dass der rote Balken schon wieder ganz rechts ist. Stimmt, warum ist er das? Ja. Also hast du noch irgendwelche letzten weisen Worte? Die letzten weisen Worte. Soll ich mal wieder welche sprechen? Oh meine Güte. Ja, die letzten weisen Worte mit 100 FPS lebt es sich manchmal besser. Nein, ich hab 300. Er hat 300 FPS. Mit 300 FPS. 300, das erinnert mich an Sparta. Denn Sparta ist sowieso immer gut. Denn das ist Sparta. Und Sparta-Fritte weiß sowieso am besten, wie man so einen Sparta-Hack erstellt. Nämlich mit viel, viel Sparta und sehr viel... Damit auf jeden Fall. Und... Was sind wir froh, dass wir Sparta-Fritte haben. Vielen Dank, Sparta-Fritte.